Bim, 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 bum, bum, bum. So. Haben wir auch gerade die Freigabe geholt für Abheim kommen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alles gut gemacht. Schaut aber gut aus. Ich hab's jetzt anders gemacht. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Nein. Was denn? Habe die Ziegen verkauft. Waren ca. 3000 und ich habe um 2500 Schafe nachgekauft. Zwei Weibchen und ein Männchen. Ah, und hast das in den Stall rübergesetzt. Genau, und habe dort halt dabei hier reingesetzt. Okay, perfekt. Sparen wir uns den Wagen dabei und Super Idee. so. Alter, ich und ein ausscherendes Gerät, Alter. Ich damit nicht zurechtkommen beim Zurückschieben. So, wir haben gesagt Gerste, Hafer und Weizen, oder? Ist. Hier ist mein. Aber hier sehe ich nicht. Weizen, Gerste, Hafer. Preis. Warte mal, kann man das irgendwo nachschauen da? Warte mal. Ab hier ist aber auch. Weiß wo, ich baue mal hier sie an. Sieht das mega fehlt, Alter. Upsi, hier ist er, nicht Sojabohnen. Das wäre so rasch gewesen. Wurscht. Wobei, was bringen die? Ist wurscht eigentlich, was wir brauchen, du mal so gesehen jetzt noch nichts. Naja, für die Biogasanlage. Also für die Silage-Dings, habe ich mir nicht mal gedacht. Oh, ja, also. Ja, gut. Fall. Darum frage ich, ob man das irgendwo sieht. Andere. Ja. Merken. Ich glaube, vier Sachen waren es. Hirse, Hafer, also Hafer, Gerste, Weizen, Sicker. Ich glaube, das vierte war Hirse. Hier ist er. Ah ja, Ach, hier ist toll. er. Probieren wir es aus. Obwohl ich nicht sicher bin. Dann. Viel Weizen verkauft. Also ein Weizen, Weizen gleich aus. Hänger und die Händel. Gut, da haben wir anbaut. Ja, ich Das meine ist nur. keine. Aber es vielleicht hat es nicht gereicht, aber oh, es reicht ja, wenn wir. Weil ich kann jetzt auch für die Händeln Weizen anbauen, das ist Ah, auch kein nein, Problem. Gerste haben wir ja eh auch an Bord, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Verdammt. Ich glaube Hafer.
Warte mal. Lost. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Gerste. Ach, Gerste, okay. Was wächst da? Weizen. Ah, da ist Weizen. Was Gerste könnten wir auch verfüttern. Ah, okay. Was hast du jetzt gesagt? Ist das dritte? Was fix? Hafer ist. Ist auch mit. Stroh. Nicht Stroh. Heu. Nein. Blödsinn. Stroh. Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen, Hafer. Ist es in echt? Roggen weiß ich auch. Roggen gibt's auf der Karte, glaube ich nicht. Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen, Hafer. Kann ich es? Dann war es vielleicht Roggen, weil Roggen hat's auf der. Wie gesagt, gegeben, auf der. Was wir da gespielt haben, auf der nordfriesischen. Stimmt. Hat es ja auch Triarkale geben und so. Ach, mal, machen wir halt noch mal Gerste, dann sind wir bei den Hühnern auf der sicheren Seite. Du kannst Hafer auch machen. Wäre ich wurscht. Zwei Felder für Hühner haben wir dann eh. Stimmt. Das stimmt. Da werden würde ich eben das gerne voll ausnutzen nehmen, dass wir, wenn wir den schon stehen haben. Die Silage. Fertigung da. Hallo Sumisumis. Jetzt gleich voll hinfahren können. Oder was ist das? Voll hinfahren. Mitten. Ja? Mit die. Na? Weizen und so. Saatgut. Kann man eigentlich über den einen Streifen da auch drüber oder? Oh ja, ist auch abgeerntet. Da kann man eigentlich auch drüber. Da haben wir schon wieder was vom Feld abgeschnitten. Was denn? Dann passen 211 Kubikmeter den Anhänger. Okay. Hast du einen gekauft jetzt oder was? Nein, der da gerade im Angebot ist. Achso. Stöpfer. Der ist gar nicht teuer. Für die Größe eigentlich. Wenn man da eine einzige, wenn man dann sagt, man macht eine einzige Getreideart, kannst du sicher urvoll machen. ...400 PS, da haben wir nichts mit dem wir ziehen könnten. Jawohl. 400 kann er nicht, aber. Ja, was sie inzwischen können und was er dann wirklich kann, ist ein Unterschied.
Werke würde ich mit dem nicht fahren. Der 211 Kubikmeter, das ist wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Wie was sie in Amerika haben. Schau mal in den Porsche, was hab ich gesagt? Hab ich gesehen, dass der frisch reingestellt worden ist in YouTube? Der hat gar nicht so schlecht ausgeschaut, nämlich. Ohne Gang zu hören. Ich glaube, so auf der Kante haben wir schon auch ein bisschen was. Rotes Kapital. Meinst du? Ich meine, wenn wir mal Geld brauchen, muss sicher auch 20, 30.000 noch so liegen. So jetzt mit Honigwolle und so. Ja. Schafe finde ich halt schade, dass du die wegnehmen willst, weil da kann man wirklich gleich voll in die Produktion danach gehen, weißt du? Ja gut, aber bis wir die Produktion bauen, haben wir es ja vielleicht schon gebaut dann. Stimmt, könnte sich dann ausgehen. Lass den Helfer mähen und du tust damit die Ballen hinterher. War der Helfer. Bitte? War das Helfer. Ah, okay. Ach, Leiber, der haut schon das Geld raus. Ja, wir müssen noch nicht den Helfer nehmen, von uns fährt er nach. Tschüss. Na, na, passt eh. Ich dachte eben, dass wir Silageballen haben. Hm. So gibt's ja genug zu tun. Fertig bin, dann kann ich hier auch. Seine Feld müsste die auch bald schon fertig sein zum Dreschen. Tag noch. Die Weizen. Tag. Zwei Tage noch. Und da fahre ich dann einmal mit der Ballmaschine hinterher als Abwechslung. Ansonsten.
Damit das ist, meine ich. Könntest du dreschen, wie du willst. Und ich frage gleich hinterher. Ah, nicht Ballenmaschine, Blödsinn. Oh ja, Ballen. Achso, ja, Ladewagen. Ja. Wenn wir dann einen haben. Einen haben wir ja schon. Ja, stimmt. Ich glaube, bis sonst haben wir bis dahin noch keinen. Komm, was ist ein Angebot? Ist da, könnte ich aber probieren noch mal mit dem, oder nein, was muss ich da drüber fahren mit dem, wo haben wir denn, warte. Ich möchte jetzt mal schauen, ob ich das dann noch bereinigen kann. So, wo steht's? Na, da steht die Maschine. Der Gerät. Schauen wir mal, ob der das überhaupt ziehen kann, Alter. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Na, das ist ein Felsen, das macht er nicht. Hat dieser eine Fleck da auf dem Feld. Haben wir eh schon letztes Mal testet. 550, ah, haben wir schon. Du meinst, das ist aber auch schon den Halbmond. Ja, genau. Zahlt am Ballen mit. Weiter. Wow. Alter, der ist so schnell, ich kann den Ball nicht erwischen. Jetzt.
Ja, durch die paar Bäume, da kommt ganz schön Holz zusammen. Hast du tatsächlich schon mal so einen Forstwirtschaftssimulator angeschaut oder gemacht? Tja, eigentlich nicht mehr. Aber spielbar müsste es geben, oder? Welche? Ich hab mal einen gehabt, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich denke mal, das wäre was für dich. Aber ich hab's eh da, was soll man also. Und hier habe ich gleich eine Kombination aus beiden. Mhm, stimmt. Alter, schon wieder Gabelstapler. Die Gabelstapler können sie sich stapeln, Alter. Aber schon, ja. Ja, der haut schon ganz schön die Ballen raus wieder. Aber der Mäher zieht es teilweise mit wieder. Ja, das ja, muss dann rüber. Und deswegen habe ich den Ballenwagen hingestellt, dass man die rundherum ansammelt, die er macht. Und dann zieht er ja keiner mehr mit. Ah, okay, jetzt hab ich da den Traktor geklaut. Na na und. Aber ich dachte, weißt du, wenn er gleich hinterher fährt, dann ist das gleich schneller fertig. Mhm. Das letzte Mal ist er hängen geblieben, ja. Ja, da ist er rauf runtergefahren, dass die Ballen runterrollen. Wollten sie ja diesmal nicht, wenn sie seitlich fahren. Sehe ich die Bäume echt nicht liegen. Krass. Nein, sind. Die findet man dann meistens, wenn man das Land macht. Ja. Wirklich. Ja, aber fast wieder ein ganzer Anhänger. Mhm, stark. Ganz groß noch raus ist der. Ich glaube, da liegen schon 10 Anhänger oder so, habe ich da glaube ich schon. Ich glaube, beim Feld 45 liegt auch noch so dieser Baumstamm, dieser kleine. Wo? Dort oben am Rand muss der liegen. Den habe ich ganz am Rand hingelegt. Krass ist das. Warte, steig mal kurz aus. Du bist aber jetzt mitten am Feld, auf was sehe. Ja. Da
Dann habe ich da mal irgendwo hingelegt. Ausfeld oder was? Also, warte, Entschuldige, ja, du hast doch gesagt, am Feld. Aber wo ist denn das Feld denn? Okay, das sieht man jetzt nicht mehr. Na gut, damit wir dann drüber dreschen. Na, sind wir jetzt auch nicht mehr. Der Wagen steht noch oben? Der Wagen steht oben, der Traktor nicht. Passt. Herr Seemeister. Der blockiert sich gerade. Selber mit einem Ballen. Ja, deswegen sag ich, ich muss Außenbahn jetzt einmal abschöpfen. Jawohl, Herr Grasmeister. Ich mache ja nichts, ich tue nur Bäumen fahren. Vielleicht da fahrt die Runde, glaube ich, noch einmal. Deswegen bleibt er vielleicht hängen. Ja. Aber warum? Oben hin? Ich habe ihn unabsichtlich einmal verschoben, wie er gerade gefahren ist. Kann das eine Auswirkung haben? Sicher, weil dann hat er die Spur verloren. Dann macht das der Spur okay. Weiter, die er oben hat. Ich wollte ihm eigentlich den Ballen rauszahlen, aber hab ihn den Traktor erwischt. Ich habe jetzt ehrlich überlegt, ich bin ehrlich in Zugzwang schon fast. Ich muss jetzt ehrlich schon bald